Heute ist großes Familientreffen bei den Neustädters. Roman trifft im Testspiel gegen die TuS Koblenz auf seinen Bruder Daniel und seinen Vater Peter. Der ist nämlich Trainer hier. Und dann bekam Benedikt Hövedes noch Besuch von seiner Frau. Moment. Eigentlich hatte ich sie doch ganz anders in Erinnerung. Naja, dazu kommen wir später. Schalke begann mit Timo Hildebrand, dazu Hoogland, Hövedes, Santana und Kolasinac, Leon Goretzka und Jermaine Jones im Mittelfeld und vorne wirbelten Bastos, Fafan, Hüntela und Salay. Und Schalke begann stark. Jones auf Salay, der verliert den Ball, doch von hinten kommt Tim Hoogland und der erste Warnschuss in Richtung Koblenzer Tor. Erste Minute. 7 Minuten später, unser Kapitän mit dem öffnenden Pass in die Spitze. Salay und Fafan mit einer tollen Kombination. Und dann steht der Ungar frei. Und fragen Sie mich nicht wie, aber ich glaube mit fast allen Körperteilen buxiert er den Ball ins Netz. 1:0 für Königsblau. Danke. So, darf's weitergehen. Es war fast eine Viertelstunde gespielt und die Schalker drücken mächtig aus Tempo. Der Hunter auf Salay und das 2:0 für die Schalker. Ein tolles Zusammenspiel zwischen den beiden Sturmspitzen. So, als wenn sie schon immer zusammengespielt hätten. Gerade in dieser Anfangsphase haben die Königsblauen dem Regionalligisten deutlich den Klassenunterschied aufgezeigt. 20. Minute, Eckball Bastos und Benedikt Hövedes im zweiten Anlauf. 3:0 für Königsblau. Und wir werden es jetzt nochmal in der Wiederholung sehen. Beim ersten Mal tut's noch weh, keine Chance für ihn. Und dann aber mit dem zweiten Anlauf ab ins Netz. Torwart pauken ohne jegliche Chance. Doch der konnte sich später auszeichnen. Jones auf den Hunter. Und der Holländer zum ersten Mal, zum zweiten Mal. Und der Koblenzer Keeper pariert prächtig. Erneut pauken mit dem weiten Abschlag. Leon Goretzka verschätzt sich hier mit der Brustverlängerung und auf einmal hat Koblenz durch Patrick Stumpf die Chance zum Anschlusstreffer. Ansonsten sind die Koblenzer in der ersten Halbzeit eher durch grobe Fouls aufgefallen, wie es hier Leon Goretzka schmerzhaft erfahren soll. Eine unschöne Szene der zum Teil wirklich ruppigen Koblenzer, die das eine oder andere Mal etwas übermotiviert quer über die Beine und durch die Beine unserer Schalker geflogen sind. Resultat: minutenlange Behandlung und eine Wadenprellung am linken Bein. Gute Besserung. Das war's aus der ersten Halbzeit. Daniel Neustädter geht vom Platz und sein Bruder Roman, der kommt. Zwar noch ein paar Anlaufschwierigkeiten mit dem Trikot, aber während Trainer Jens Keller Jermaine Jones erklärt, dass er noch eine Halbzeit spielen soll, hat er's dann endlich geschafft. Weiter geht's. Und das machen die Knappen so, wie sie aufgehört haben. Klingenburg mit der Flanke in den 16er. Und irgendwie kommt der Ball zu Marco Höger. Aber der bekommt keinen richtigen Druck hinter die Kugel. Doch direkt im Anschluss der Gegenzug der Koblenzer so schnell, dass die Kamera fast nicht hinterherkommt. Und kurvt Kevin Lahn fast die gesamte Abwehr. Und es steht auf einmal 1:3. Knapp eine Stunde gespielt. Aber Gott sei Dank haben wir unseren Timo Pukki. Auch eingewechselt, Neustädter mit dem Ballgewinn im Mittelfeld und der Finne mit einem wunderschönen Schlenzer ins rechte Eck. 66. Minute, ein Traumtor. 5 Minuten später, Uchida. Schön durchgesteckt von Clemens und dann scheppert's richtig und Timo Pukki vergibt die Nachschusschance. Ja, davon wird er wohl auf der Rückfahrt träumen. Acht Minuten vor Schluss, dann die letzte Chance der Königsblauen. Clemens setzt sich wieder gut durch über den rechten Flügel und erneut ist es Pukki,
Und leider muss man sagen, erneut ist es Pauken. Der Koblenzer mit einer starken Leistung im Tor, der einen größeren Rückstand vereitelt hat. Abpfiff in Koblenz, Handshake zwischen Vater und Sohn. Und für Roman Neustädter war dieses Spiel etwas Besonderes. Ja, natürlich. Sind alle so viele Jahre auseinander, dass wir haben immer früher gesagt, dass wir irgendwann mal zusammen auf einem Platz stehen gegeneinander und miteinander, jetzt schon lustig. Und jetzt ist es soweit gewesen. Und ja, es ist natürlich was Schönes, wenn man sieht, dass alle drei im Fußballbereich tätig sind und dass man sich immer wieder trifft. Das war jetzt das erste Mal und es kann auch ja, von mir aus auch häufiger passieren. Das Dumme war bloß, dass dein Papa und Jens Keller sich irgendwie nicht richtig abgesprochen haben, ne? Dass ihr beiden euch auf dem Platz nicht begegnet seid. Ja, ich weiß nicht. So, das ist Fußball, es geht einfach um die Vorbereitung. Da wird nicht darauf Rücksicht genommen, auch wenn es Familie ist. Deswegen, wir müssen uns voll konzentrieren auf das Spiel. Egal, wer gegenübersteht, welcher Trainer, welcher Spieler. Und deswegen müssen wir jedes Spiel so angehen, so wie wir es heute auch gemacht haben. Das hat mit der Absprache nichts zu tun. Ich habe gewusst auch, weil die Schalke haben auch vor dem Spiel signalisiert, dass die werden zwei Halbzeiten spielen. Ich habe nicht gewusst, ob der Roman erste oder die zweite Halbzeit spielt, aber den Daniel habe ich dann mit dem Marvin Sauerbonn auch einfach nach der Halbzeit ausgewechselt, weil die Mitte war nicht so, wie ich mir das vorstelle. Deswegen, die Schalke können auch ganz schnell nach vorne spielen und das war auch nicht mein Plan eigentlich. Dann hat das auch zweite Halbzeit gerade mit dem Joe Gödertz und mit dem Eldin hat sich schon ein bisschen anders ausgesehen. Da muss der Trainer dann härter sein, als der Papa es vielleicht gerne wäre. Ja, die Härte, die Jungs wissen ganz genau, wie hart ich bin. Ich kann auch, gibt es auch Streicheleinheiten, aber ist klar, erst muss man die Leistung stimmen auf dem Platz. Aber wie gesagt, das war für uns ein sehr, sehr guter Test. Wie sehen Sie denn die Entwicklung von Roman auf Schalke? Sehr gut, freut mich für ihn. Einfach macht einfach Spaß zuzusehen. Ja, wie er da am Anfang der letzten Saison in die Nationalmannschaft gestürmt ist, das war ja sensationell. Ja, klar. Ja klar, das hat mich auch. Früher, wo er noch in Gladbach gespielt hat, da war ich noch nervös auf die Tribüne. Aber jetzt, wenn ich den Spielen sehe, dann habe ich einfach pure Freude. Und hat der Kleine jetzt große Klappe, weil sie nur 1-4 verloren haben? Nö, ich glaube, der hat gesehen, dass ihm noch einiges fehlt und woran er arbeiten muss. Und ich hoffe, ja, dass die beiden auch eine gute Saison spielen, genauso wie wir. Und dann wäre doch noch die Sache mit Frau Hövedes zu klären. Ah, verstehe. Sie war nur ein Fan, aber Benne fand es auch sehr lustig und hat sich dann auch nicht lange bitten lassen. Es gab zwar keine Ringe zur Hochzeit für Laura aus Worms, dafür aber ein seltenes Souvenir.